Und da ist euch herzlich willkommen zurück. Die Himmelsfeste, wie ihr sehen könnt, ist jetzt sehr aufgeräumt. Wir können jetzt hier zum Beispiel rein. Das ist der Kerker. Neue Verbündete bringen auch neue Feinde mit sich. Und jetzt haben wir einen Ort, an dem wir sie einsperren können. Ja. Hallo, Frau Wache. Euer Gnaden, die Zellen für die Feinde der Inquisition sind bereit. Die Himmelsfeste hat gute Kerker. Wer auch immer sie gebaut hat, wusste, wie man Gefangene wegsperrt. Ja. Sehe ich schon. Sehr gut. Ein Urteil wird verlangt. Die Quest ist übrigens automatisch gekommen, die habe ich nicht ausgewählt. Wir müssen nämlich jetzt ein Urteil sprechen über wen eigentlich? Weil jetzt hier, ist das die Kneipe? Ne, das ist die Schmiede. Hoppala. Hier ist die Kneipe. Irgendjemand hat schon wieder aufgeschnittene Pflaumen auf das Fenstersims gelegt. Der Saft lockt Fliegen an. Und jetzt sind überall Spinnen. Die Pflaumen waren direkt vor meiner Nase, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wer sie genommen hat. Inquisitor, das hört sich irgendwie gut an. Wir sind froh, dass wir hier sind, euer Gnaden. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Wir unterhalten. Inquisitor. Und ihr seid? Der Schankwirt, Cabot. Nur der Schankwirt? Was hattet ihr denn erwartet? Willkommen bei der Inquisition. Willkommen bei der Inquisition. Danke, willkommen in der Taverne. Welche Gerüchte? Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Jemand hat euren Namen erwähnt und sich über euch lustig gemacht. Aha. Wo habt ihr gelernt? Ich nehme an, ihr habt eine Ausbildung genossen. Als Schankwirt? Ich bin kein Alchemist. Ich schenke Bier aus, das nicht nach Nackpisse schmeckt und tue so, als würde ich den Leuten zuhören. Ich schätze, ich habe alles zu Hause gelernt, bei Familienfeiern. Meine Spezialität ist Bier. Altes, antivanisches Rezept. Streng geheim. Aha. Wieso leckt das kurz so? Fuck. Alter, was ist das verkehrt? Ich glaube, diese Blitze tun hier den ganzen Engine nicht gut. Ihr scheint mir ein harter Hund zu sein. Warum seid ihr hier? Könnte ich kämpfen, würde so eine Spannungsspitze. Wäre ich ein Magier, würde ich mit Feuer werfen und wäre vermutlich tot. Aber ich kann gar nichts. Genau wie hunderte andere Leute, die nichts tun können, außer dafür zu sorgen, dass die Tausenden, die etwas tun können, es auch tun können. Abgesehen davon, gibt es einen ungefährlicheren Ort als euer Schloss? Wie ist die Moral? Wie ist die Stimmung im Moment? Die Leute sind gerüstet. Weitermachen. Inquisitor. Leuten so zu tun, als würde ich ihn zuhören, das kann ich ja so schon. Ich brauche kein Tavernenwirt sein. Wenn ich's dir sage, ich weiß, was ich gesehen habe. Hübsches Zimmer. Hey, ich hätte da so eine Inquisitor-Sache für euch. Ist echt kein großes Ding. Nur ein kleiner Spaziergang für einige eurer Leute. Das ist ein Klacks für euch, oder? Ja. Also schön. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Das gefällt mir. Das Ganze ist so ein rote Jenny-Ding. Ich habe erfahren, dass ein paar Adlige um Verschiel kämpfen. Gebietsstreitigkeiten und so. Und die Zeche bezahlen die kleinen Leute. Deshalb müsst ihr an euren großen Tisch gehen und ein paar Leute in der Stadt aufmarschieren lassen. Nur aufmarschieren? Nur aufmarschieren. Ein Kinderspiel, oder? Aha. Wer hat euch so kam der Hinweis von einem eurer Freunde? Nicht von einer Jenny, sondern von stinknormalen Leuten, die es satt haben, ständig unter die Räder zu kommen. Normalerweise kriege ich von so weit entfernten Dingen nichts mit. Aber wenn man mit jemandem wie euch befreundet ist, kriegt man richtig große Ohren. Noch größere.
Ach, vergesst es. Ja, der war echt schlecht. Von wem kommt diese Bitte? Von mir, weil ich gehört habe, dass sich Leute beklagen. Wisst ihr, wenn Adlige kämpfen, bezahlen nicht sie, sondern die kleinen Leute die Zeche. Der Krieg läuft recht höflich ab, also schert sich niemand darum. Aber wenn ihr dort aufmarschiert, fühlen sich auch die Pfeffersäcke bedroht. Sowas passiert ständig. Wenn ihr zu den wenigen gehört, die davon Notiz nehmen, könnt ihr eine Menge Sovereigns damit verdienen. Mhm. Was hätte die Inquisition davon? Adlige denken, dass ihn alle ans Leder wollen. Das heißt, wenn eure Soldaten auftauchen, denken beide Seiten, ihr helft der anderen. Dann machen sich beide ins Hemd und biedern sich bei euch an. Schlimmstenfalls stoßen sich ein paar Leute daran, dass ihr eingegriffen habt. Ich kann nichts versprechen, aber irgendwas wird passieren. Wie immer. Ja, auf jeden Also Fall. Schön, Sarah. Ich lasse jemanden nach dem Rechten sehen. Das ist gut, was? Wichtig zu sein, ohne etwas zu tun. Naja, jedenfalls nicht viel. Es geht nicht immer nur um Löcher im Himmel und irgendwelche uralten Arschlöcher. Jede Kleinigkeit macht irgendwo einen Unterschied. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass damals die Musik so gut war. Vielleicht daran, dass es nicht war. Was macht ihr gerade? Das ist ein Spaß, oder? Ich lausche. Also. Überanstrengte Augen, das Scheppern der Rüstungen dröhnt in meinen Ohren. Mein Rücken schmerzt, meine Finger sind zu ungeschickt für einen Knoten. Kühler Wind wie an Tante Eloises Teich. Verbrühte Lippen, als ich nippe. Wärme blüht in mir auf, der erste Kuss in der Scheune. Wie war noch sein Name? Zinn klappert, als das Blut fließt. Pierres verhüllter Körper auf dem Wagen, der zur Kirche rollt. Noch 5 Minuten. Es ist meine Schuld. Könnt ihr die Gedanken aller anderen auch so hören wie ihre? Nein, sie müssen mich brauchen. Leid, Angst, Trauer, Schuld, Zorn, Schmerz. Dinge, die ich beheben kann. Hm. Könnt ihr etwas für sie tun? Ja. Schon gut. Nichts, was ihr getan habt, war von Bedeutung. Was? Wer seid ihr? Sie liegen da und manchmal sterben sie, so wie Pierre. Ihr könnt sie nicht retten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer ihr seid. Moment, das hat nicht funktioniert. Lasst es mich erneut versuchen. In einer Minute werdet ihr mich vergessen. Ihr könnt sie nicht alle retten. Wie bitte? Wie Pierre, der krank wurde, nachdem ihr euch zu Tante Eloises Teich geschlichen hattet. Ihr wollt, dass es eure Schuld war, damit es einen Grund gibt und nicht so beängstigend ist. Aber es gibt keinen Grund. Pierre ist einfach krank geworden. Der Soldat hätte niemals überleben können. Es war nicht eure Schuld. Besser. Sie macht sich jetzt keine Selbstvorwürfe mehr? Nicht mehr so viele. Sie hüpften in ihr herum und wurden zu einem Knäuel aus Schuld. Mhm. Jetzt ist es gelöst. Sie kann es entwirren. Gut gemacht. Danke, dass ich ihr helfen durfte. Es war nicht das, was eine Person getan hätte. Aber ich konnte helfen. Das ist alles, was zählt. Natürlich. Nur das zählt. Also. Schienenelemente. Ah, Bonnie. Wer ist denn in Lord Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten.
Ich hoffe, der gute Sagrid war nicht so ungehobelt. Nun, da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Die Gewerbetreibenden? Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen, wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht, zu redlichen Preisen. Wo ist Sagrid, das gute Fall? Sagrid hat Haven überlebt. Wo ist er? Unterwegs. Er leistet gute Arbeit für euch und euer Gefolge. Allerdings ist der Posten hier mittlerweile erstrebenswerter. Es war Zeit für einige Veränderungen. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass sich dadurch vieles gebessert hat. Was könnt ihr für mich tun? Was könnt ihr für die Inquisition tun? Alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand, einen abgelegenen Ort wie eine Hauptstadt erscheinen zu lassen. Natürlich führen die Boutiquen in Val Royaux nach wie vor die edelsten aller Gewänder. Allerdings gehen sie nicht auf Reisen. Jedenfalls noch nicht. Mhm. Warum seid ihr eine einfache Händlerin, wenn ihr dieser Gruppe vorsteht? Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich wäre eine aufgeblasene Kommandantin einer Bande von Verbrechern. Es ist besser, im Geschäft zu bleiben, die Fäden in der Hand zu halten. Seht ihr das nicht ähnlich, Inquisitor? Jo, auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal. Gewiss, Lord Inquisitor. Lord Inquisitor klingt gut. Ich danke euch für Haven. Für Redcliff weniger. Aber ich bin entschlossen, euer Gnaden zu dienen. Na, Blackwater, Junge. Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Ich wollte euch danken. Es gibt hunderte von Dingen, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr hättet euch nicht die Zeit nehmen müssen, um mir zu helfen. Und doch habt ihr es getan. War eine gute Sache. Wenn die Geschichte der Inarchiak den Wächtern hilft, dann war es das wert. Ich war mir meiner Entscheidung, mich euch anzuschließen, noch nie sicherer als jetzt. Die Zukunft wird uns noch reichlich Gelegenheiten bieten, sogar noch mehr zu tun. Ich freue mich darauf. Barracks Freund Hawk meinte, es gebe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Wenn das wahr ist, sind sämtliche Wächter in Gefahr, sogar ihr. Wir sollten eure Brüder also besser finden. Ihr habt recht, und wenn euch Hawk einen Anhaltspunkt gegeben hat, wo wir mit der Suche beginnen können, sollten wir unverzüglich aufbrechen. Hm. Nicht. Unsere Reittiere waren noch nie so gut untergebracht. Ob soll ich denn jetzt mal irgendwelche Tiere hier kaufen? Ne, waren die auch nicht. Ganzer Leib antivanischer Rauchkäse und jetzt gemeine Minze im Wert von 3 Gulden? Sie war genau hier. Ich weiß noch, dass jemand sie genommen hat. Ich kann mich nur an kein Gesicht Sie sind beinahe endlos. Hier könnte ich eine ganze Armee unterbringen. Was reden wir? Hier war ich noch nicht. Oder? Den kenne ich überhaupt nicht. Dieses unauffällige kleine Buch kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Was ist die Farbe von Grün? Irgendjemand hat einen ganzen Sack Rüben ins Feuer gekippt. Beim Abbauer, jetzt riecht es überall danach.
Sie waren eigentlich für das Abendessen gedacht, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer sie genommen hat. Oh, lol. Sind wir also hier. Also die wollen, dass ich ein Urteil erfälle. Dann fälle ich ein Urteil. Wir setzen uns mal auf unseren Drachenthron. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Über wen werden wir denn urteilen? Über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Das heißt also, dass noch mehr Leben in meiner Hand liegen. Während sich andere aus der Verantwortung stehlen, seid ihr ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit, Inquisitor. Das alles muss jedoch nicht blutig enden. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Dann fangen wir an. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Das war ja der Plan. Wir werden ihn dann vor euch führen. Das sieht nicht bequem aus. Dieser Fall ist ein wenig befremdend. Nach eurer Rückkehr aus den Sümpfen fanden wir diesen Mann, wie er die Feste angriff, mit einer Ziege. Häuptling Movren, der Niederträchtige. Er fühlt sich beleidigt, weil seine Avar-Brüder getötet wurden, nachdem sie euch wiederholt angegriffen hatten. Was sollen wir mit ihm machen? Wohin wollt ihr ihn schicken, um uns von seinem Gestank zu befreien? Ihr wolltet den Tod eures Clans rächen mit einer Ziege? Ein Gerichtssaal? Das ist unnötig. Ihr habt meinen schwachsinnigen Sohn getötet, also musste ich euren Besitz mit Ziegenblut beschmieren. Seht nicht mich an. Damit sind wir quitt. Er sollte Tevin Terraner töten, hat sich aber mit eurer Inquisition angelegt. Rothaarige Weiber schenken einem eben nur Rotzlöffel. Macht, was ihr für richtig haltet, Inquisitor. Mein Clan wird sich fügen. Meine verbliebenen Söhne haben ihren Verstand noch in ihrem Kopf. Was ist denn der Geigenkäfig? Unser Zwist war offenbar nur ein Missverständnis, Häuptling Movren. Doch das darf sich nicht wiederholen. Ich verbanne euch und euren Clan mit so vielen Waffen, wie ihr tragen könnt, nach Tevinter. Dann war mein schwachsinniger Junge also letztlich doch zu was gut. Ja, war scheinbar. Wieder ein Urteil-Fan? Warte mal, ich werfe mal ganz kurz in die Krypta. Wieso Krypta? Das ist doch nicht die Krypta. Also hier das Lager, ne? Da müssen wir auf jeden Fall. Es wird immer besser. Gibt es irgendetwas, das wir an einem solchen Ort nicht machen können? Gute Frage. Wo ist mein anderer? Ach, da. Schön, euch zu sehen. Ich komme später wieder. Ich werde hier sein. Wieso kann ich meine Ressourcen denn bitte schön nicht einlagern?
Okay. Ist auch sehr schön. Also ich habe 98 von 60 gedönt. Wie kann ich denn diese ganzen Wertstoffe und die Wertgegenstände könnte ich mal verkaufen? Die Wertgegenstände waren das. Wo könnte ich denn nochmal hier die Bude verändern? Hier vorne, ne? Okay. Die Handwerkszutaten wiegen ja nichts. Ja, auch so eingefallen. Also wir haben noch einen Urteil zu fällen. Okay. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchte Versklavung und versuchter Mord. An niemand Geringerem als euch. Tevinter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Ich kann mich gut daran erinnern, was mit Thedas geschehen wäre, wenn er mit seinem Verrat Erfolg gehabt hätte. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt, die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor. Ich hab eine Idee. Was können wir denn? Er dient Red des Magiern. Er soll Magie erforschen. Sperrt ihn ein. Fällt euer Urteil, ja. Er dient Redcliffs Magier. Also Magie erforschen. Eure Magie war eigentlich unmöglich, Alexios. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. Ich verurteile euch dazu, unter Bewachung und in Diensten der Inquisition alles zu untersuchen, was mit Magie zu tun hat. Ich werde nicht hingerichtet? Nun gut. Ihr wollt ja hingerichtet werden. Für den ist es eine größere Strafe, wenn er nicht hingerichtet wird. Was hat? Ja, scheinbar war es vorerst. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und rein.